Ist relativ still und fliegende Traktare hat's auch nicht so viel. Ja, dann ist das Hochhaus fertig und riesengroß. Ja, das Prattler ist halt wirklich etwas los. ist immer noch nicht gekommen. Aber komm, wir geben ihm noch 2 Minuten. So wie der aussieht, hat er auch nicht gerade alle Tage getätet. Wie sollten eigentlich die aussehen, die sie hier treffen wollen? Wie sie aussieht, das weiss ich auch nicht genau. Ich habe sie im Facebook kennengelernt. Sie hat gesagt, sie hätte eine rote Rose in der Hand. Sie sei nicht mehr gerade die Jüngste und auch nicht gerade eine Schönheitskönigin. Aber sie wissen scheint, wie das Matterhorn aussieht. Ja, welcher von euch ist es denn? Gell, Elsbeth? Es ist doch einfach schön, dass wir zwei nochmal auf dieser Bühne dürfen sitzen. Und wie vor 25 Jahren am ersten Larifari vor lauter Lampenfieber schwitzen. Den roten Faden haben wir manchmal dürfen machen und beim Text lehren vielmal herzlich können lachen. Wir haben Sketch studiert und an den Poeten geschliffen, zwischen ihnen einen gegügelt und immer aber auch noch pfiffen. Es gilt der Dank an alle, die uns das ermöglicht haben. Auch an euch, Publikum, ein grosses Dankeschön von uns zwei. Bevor jetzt unsere Dammbauern einer Russen auf den Böckli, ziehen wir, der Fritz und ich, uns zurück ins alte Stöckli. Das kommt einmal so weit. Jetzt hat uns zuerst der Schwab Plaketten entworfen. Und jetzt haben wir eine Büttenrede am Larifari. Als Gast hier in der schönen Schweiz. mir schwobe, find es hier nur glatt, obwohl es hier noch Schweizer hat. Doch wohne mir bei euch nicht nur, nein, wir bringen auch Kultur. Schaut doch nur den Wiskopf-Waldi, postet alles schon beim Aldi. Oder hier der Hoffmann Andi, geht in Lidl, nimm in Landi. Ohne uns könnt ihr's glatt streiche, das Prattler Faschingsfestabzeiche. Was steht an, Mann? Was machst du in meinem Abfallköbel? Ich bring für meine Landsleute hüt eine Faschingsrede aus der Bütt. Komm wieder raus und sei brav, sonst geht's ja 3-fach Tonnen das ab. Das, lieber Fritz, du Grillehirn, entscheidet wohl das Dreigestirn. Jetzt muss ich, glaube ich, ums Verborgen den Schwab als Sondermüll entsorgen. Viel Vergnügen mit der Beutelpunzel, mit der Sacklaterne. Ans Larifari, rote Fäden. Salz in der Larifari-Suppe, seit Vortrag, einzeln oder in Gruppe. Mit Leuten für Licht, Ton und für die Beiz gibt's den Larifari-Reiz. Doch alles wäre ein bisschen dumm, ohne euch als Publikum. Und das ganze Mixen, Heiland Sterne, seit 25 Jahren Sacklerlernen.